Okay, das ist eh kaputt. Jetzt greift sie an. Sanity ist im Keller gewesen. So, dann let's go. Und tatsächlich regnet es trotzdem. Unlucky gelaufen. Ja. Was war das Ereignis? Entkommen. Beweise, also übernatürlichen Forms. Schlüssel sollte man mitnehmen. Und was wolltest du drüber haben? Ja, der hängt an der Tür. Direkt immer. Also da hinten. Da ist der Sprung unten hier. Wir haben kein Ouija-Board, wir haben keinen Spiegel, aber wir haben wie gesagt zwei Objekte mit drin und eins davon ist die Puppe. Ich sehe keinen Zirkel im Keller. Garage haben wir versteckt, Garage haben wir auch Strom. Der ist jetzt an. Vor der Verstecke funktionieren. Und hier haben wir auch den Knochen. Auch schon. Fehlt nur noch ein Objekt und das wird sich irgendwo hier oben befinden. Ja, wahrscheinlich die Tarotkarten. Hä? Wahrscheinlich die Tarotkarten. Ah, ich glaube eher die Spieluhr, weil die wäre hier. Und da ist sie auch. Die Tarotkarten wären unten an der Eingangstür gewesen. Oh, diese Trollmaus. Und irgendwelche Temperaturerkenntnisse? Nö, außer dass unten alles um die 10 Grad hat. Hier ist es wieder ein bisschen kälter, aber. Noch keine wirklichen Temperaturerkenntnisse. Wobei. Da. Hat irgendwas verloren. Was machst du das gerade? Eine Spind zugemacht. Achso. Ich vermute mal hier hinten das komische Büro. Das ist in 2-6 Grad so im Bereich. Na, jetzt natürlich angefasst. 5er. Ach, keine Fingerabdrücke. Aber 5er EMF. Keine Finger und 5er EMF. Also mal dürfte, müsste das zählen, weil wenn Fingerabdrücke sind, dann geht das beim zweiten Foto machen, funktioniert es. Also dann beim ersten ist eine Interaktion, beim zweiten ist Fingerabdrücke. Normalerweise. Kann man sonst zur Not nochmal checken, aber ich denke durch die anderen Beweise wird sich das schon verlieren. Da ist wieder was umgeworfen. Dann, wenn du sonst, keine Ahnung, Salz können wir mit reinnehmen, UV können wir mit reinnehmen. Haben wir eine Kamera dran? Ja, eine haben wir drin. UV Taschenlampe und L-Salz. Irgendwas wird umgeworfen. Die Tasse hat er vorhin gehabt. Keine Fotos mehr, warte. Ich hol schon ein Apparat. Bist du hier? Wo bist du? Wollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Bist du Pizza? Bist du hier? Er ist hier, the box. Gut, Orb kann es eh nicht sein. Buch oder Gift. Nein, hab jetzt gedrückt. Nein, ich habe die Kamera gedroppt. Das war eigentlich mal ein schönes Event. War mal ein Buch weggeworfen. DOTS. Der Dödel. Ja gut, so. Kann. Ja gut, hätte eh kein Ding sein können, kein Buch, weil das hat er gerade weggeworfen. Ein Gespenst. Machen wir mal den hier. Also keine Fußbrücke, damit das Salz läuft. Nee, stimmt, nee, er wird gar nicht durch Salz laufen. Also, ja, das ist halt das neue Ding.
ja gewesen, das hatte ich es auch nochmal schon erwähnt, dass jetzt das Gespenst wird nicht mehr durch diesen, durch das Salz durchlaufen, überhaupt nicht. Das heißt, es ist schwieriger, ein bisschen das herauszufinden im Sinne von, es ist nicht so, dass es durchläuft und hinterlässt keine Abdrücke, sondern es läuft sich durch. Das heißt, entweder ist es ein Gespenst, was, also man könnte so erkennen, dass es ein Gespenst ist. Es könnte aber auch einfach ein Geist sein, der halt durch den Salzgrat nicht durchgelaufen ist. Das kann halt, das sage ich auch nochmal beides an, aber dann ist Gespenst klar. Müssen noch entkommen. Ganz was Interessantes. Fertig. Es regnet, ich habe das Feuerzeug gerade in der Hand an. Lauf nur noch die Tür. Ja. Aus. Obwohl ich eigentlich unter dem Boden. Ja, bin. Nein, hier kommt auch Regen durch. Wo? Er ist nicht sichtbar. Unsichtbarer Regen. Verstecke. Da haben wir ein nicht gutes Versteck. Drück halt die Puppe durch, ne? Also. Okay, für das an. Also, blöd, dass, ich mich gleich versteckt habe. Nö, nicht zwingend, aber dass, dass ich kein Versteck gefunden habe. Das ist blöd. Hm. Dann lass mich mal die Tarotkarten durchdrücken. Haben wir nicht. Naja, das Spiel, nein. Spieluhr, ja. Wie war's mal, das Spiel geht der Dark und auf die Spieluhr hin? Naja, das Ding ist, dass meine Sanity eh im Keller ist. Also, das heißt, nehmen wir an, ich würde sie aktivieren, würde sie direkt kaputt gehen. Mhm. So, dann, wenn man sie hat, ja, dann versucht er dahin zu kommen. Aber auch nur, wenn man in der Distanz ist. Hier oben ist die Spieluhr, wenn. Mit dem Raum. Man kann die platzieren auf dem Boden. Wenn man sie aktiviert, dann wird er anfangen, irgendwie hier zu singen. Und wenn du näher kommst, irgendwann spawnt er dann da. In der Nähe und versucht dann zur Spieluhr zu laufen. Also er ist quasi, wenn du sie aktivierst und weit zu weit weg bist, dann teilweise hört man ihn dann. Und wenn man da hingeht, ist auch keiner da. Also wenn ich da hingehen würde jetzt. Sobald du mit der Spieluhr bei der näher kommst, dann erscheint er da. Oder sie. Also das heißt, ich platziere sie jetzt am besten. Ich mache Rechtsklick drauf, platziere sie auf den Boden und laufe mein Versteck. Das kannst du machen, ja. So, jetzt hörst du sie ja singen. Aber wie man sieht, bewegt sich der Geist nicht. Okay, das ist eh kaputt. Jetzt greift sie an. Sanity ist im Keller gewesen. Heißt, wenn man ein Foto oder so machen will, dann muss man natürlich dementsprechend nah rangehen. So. Erscheint halt niemand.
Es sei denn, die Sanity ist von dir auf null. Dann geht die Uhr eh kaputt und dann kann er Geld so wieder an. Beziehungsweise scheinbar nicht null, aber irgendwie nach einer Zeit. Das war zumindest damals also auf null, keine Ahnung, ob das jetzt immer noch so ist. Also, wir haben jetzt einen G-Spinst. Genau. No.